Wir erleben die traurige Wirklichkeit auf deutschen Schienen. Der Streckenabschnitt ist zurzeit noch durch einen anderen Zug belegt. Unsere Weiterfahrt erfolgt in wenigen Minuten. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Vielen Dank. In den letzten Jahren haben die Verspätungen zugenommen und das ist oft das sehr ärgerlich. Das geht los damit, dass keine Reservierungen angezeigt sind oder dass der umgekehrt gereiht ist, der Zug, und man auf der falschen Seite gewartet hat, dass man seinen Platz nicht findet. Ich wiederhole, aufgrund einer technischen Störung können in diesem Zug heute leider keine Reservierungen angezeigt werden. Ich habe gefragt, die Schaffner, was passiert ist, und da hieß es nur, dass der Zug überfüllt ist und sie nicht weiterfahren dürften. Hier geht alles falsch heute. Ich verstehe das. Das tägliche Leid vieler Fahrgäste. Laut offizieller Bahnstatistik war im vergangenen Jahr jeder fünfte Zug im Fernverkehr verspätet. Jetzt werden die Preise erhöht. Ja, toll. Und ich bin Vielfahrerin. Ist das gerechtfertigt? Nein. Ich bin der Meinung nicht dafür, es steht die Leistung nicht dagegen. Was hat sich verändert? Was ist besser geworden? Warum ist der Staatskonzern ein Dauerärgernis für viele? Die Deutsche Bahn. Seit gut 20 Jahren eine Aktiengesellschaft. Eigentümer die Bundesrepublik. Ein Milliardenkonzern, finanziert mit unser aller Geld. Unseren Fahrscheinen und unseren Steuergeldern. Wir treffen Hans-Werner Franz, Chef des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg. Eine Institution, die den Regionalverkehr organisiert und dafür 288 Millionen Euro jährlich an die DB Regio zahlt. Die Gleise jedoch gehören der Bahn. Hans-Werner Franz zeigt uns, dass alte Gleise Fahrzeiten verlängern. Im Moment fahren wir 160. Hier ist mal ein Stück ausgebaut. Aber wir haben insgesamt 430 Kilometer Regionalgleise und haben 520 Langsamfahrstellen, Geschwindigkeitseinbrüche. Das heißt, im Durchschnitt ist auf jeden Kilometer ein Problem. Hier, jetzt bremst er ab. Jetzt fängt er an, jetzt geht er runter auf 80, auf 60 bis runter auf 40 Stundenkilometer. Und dann dauert das, ist das eine erhebliche Länge, wo Sie schon langsamer fahren. Und dann passieren Sie die kritische Stelle und dann dauert es wieder eine lange Zeit, bis die alte Geschwindigkeit wieder erreicht ist. Der Regionalverkehr. Eine sichere Einnahmequelle für die Deutsche Bahn. Hans-Werner Franz meint, der Konzern steckt zu wenig Geld, beispielsweise in die Erneuerung der Schienen. Man hat im letzten Jahr über 1,1 Milliarden Euro aus der Infrastruktur rausgezogen. Und das halte ich persönlich für einen echten Skandal. Natürlich als Steuerzahler und als Kunde möchten wir, dass das Geld in das Netz fließt und das für die Stationen in die Stationen fließt. Viele kleine Bahnhöfe vernachlässigt. Personal schon lange eingespart. Orte des Grauens. Trotzdem kassiert die Bahn eine Benutzungsgebühr. Am Ende muss es der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg zahlen. Jedes Mal, wenn ein Zug hält, klingelt die Kasse. Das läppert sich. Jährlich auf deutschlandweit rund 700 Millionen Euro. Vor 20 Jahren gab es die große Bahnreform. Alles sollte anders und besser werden, modern und effizient. Dieser Mann hat damals die neue Bahn auf ihre alten Gleise gesetzt. Später war er selbst mal der Chef dieser neuen Bahn. Seine Bilanz ernüchternd.
Das alte Material ist ja heute noch auf den Schienen und die Schienen selbst sind veraltet. Die Infrastruktur ist nicht im angemessenen Maße erneuert worden. Die Bahn, obwohl der Verkehr um 40% zugenommen hat, ja, das Schienennetz ist mehr oder weniger das gleiche im Großen und Ganzen wie vor 100 Jahren. Ja. So, und gucken Sie mal das Autobahnnetz an, das Straßennetz insgesamt, das hat sich vervielfacht. So, und das ist der Unterschied. Deswegen hat die Bahn große Probleme, weil eben in zusätzliche Schieneninfrastruktur vergleichsweise wenig investiert worden ist, hat die Bahn natürlich heute Probleme, den stark gewachsenen Verkehr qualitativ so anzubieten, dass der Kunde sagt, ist ja super, wie man früher sagte, als ich mal Kind war, pünktlich wie die Eisenbahn. Früher, als Johannes Ludewig mal Kind war, ist lange her. Die neue Bahn hatte vor 20 Jahren große Chancen, ein erfolgreiches Unternehmen zu werden. Sie wurde damals komplett entschuldet. Nach wie vor wird sie jährlich ordentlich subventioniert mit Steuergeldern. Jedes Jahr bekommt die Bahn vom Staat ca. 10 Milliarden Euro. Mit diesem Geld macht die Bahn Gewinne. 2012 ca. 2,7 Milliarden Euro. Davon flossen nur rund 500 Millionen zurück an den Bund als Dividende. Gewinnprognose 2017? Ca. 4 Milliarden Euro. Offenbar sprudelnde Gewinne also. Wir fragen uns, was macht die Bahn mit diesem Geld? Angesichts von kaputten Schienen, maroden Brücken und immer wieder großen Personalengpässen. Christian Böttger ist Professor an der Berliner Fachhochschule für Wirtschaft. Er analysiert seit Jahren die Bilanzen der Bahn AG. Er ist der Auffassung, dass die Gewinne des Unternehmens innerhalb des Konzerns hin und her geschoben werden, anscheinend nicht zum Nutzen der deutschen Bahnfahrer. In der Infrastruktursparte und bei DB Regio bleiben erhebliche Gewinne über. Und die letzten Jahre hat der Konzern dieses Geld überwiegend investiert, um Geschäftsfelder außerhalb der Eisenbahn in Deutschland aufzubauen. Vor allem das internationale Logistikgeschäft und internationale Busverkehre. Kann man sagen, deutsche Steuergelder werden im Ausland verbrannt? Für ein Unternehmen, das natürlich auch die Aufgabe hat, Verkehrsleistungen in Deutschland anzubieten, ist es natürlich ein Versagen der Politik, dass man eben nicht erzwingt, dass der Konzern tatsächlich auch angemessen in Deutschland in die Eisenbahn investiert. Professor Böttgers Diagnose lautet, die Deutsche Bahn fährt auf Verschleiß. Allein zwischen 2007 und 2011 hätte der Konzern laut Böttgers Berechnungen weit über 5 Milliarden Euro in die Instandhaltung stecken können. Wohin fließt also das Geld? Zum Beispiel nach Großbritannien. Wir machen uns auf den Weg. Dort hat die Bahn mehrere Firmen gekauft, betreibt inzwischen sogar den königlichen Zug von Queen Elizabeth. Die Deutsche Bahn möchte offenbar die Welt bewegen, Global Player sein. In London können wir uns selbst ein Bild machen, was das konkret heißt. Die berühmten roten Doppeldecker fahren für die Deutsche Bahn. Gut zu erkennen, der Schriftzug Arriva. Diese Firma ist seit ein paar Jahren eine Tochtergesellschaft. Nördlich von London laufen wir dann über historische Gleise. Seit gut 175 Jahren werden hier Eisenbahnen gebaut. Phil Marsh war Jahrzehnte für das staatliche Eisenbahnnetz zuständig. Er hat miterlebt, als der königliche Zug zur Deutschen Bahn wechselte. Die haben sogar das DB-Zeichen am Zug. Ja, ganz vorn steht Deutsche Bahn. Weiß die Bahn, was das bedeutet? Ich weiß nicht, ob die was von Geschichte verstehen oder Loyalität. Als Diplomaten haben sich die zuständigen Manager der Bahn nicht empfohlen. Phil Marsh erzählt, was uns die Bahn später bestätigt. Man hat sich gleich nach der Übernahme des Royal Train vom Zugchef getrennt. Von einem Mann, der gut 20 Jahre lang der Königin gedient hatte. Hat sich die Deutsche Bahn damit in England Freunde gemacht? Nein, so einfach ist das nicht.
Der entlassene Zugchef hat mir jedenfalls erzählt, wie die königliche Familie den Kopf geschüttelt hat und wissen wollte, warum er nicht weitermacht. Die Deutsche Bahn sitzt auch am Steuer dieser Überlandbusse. Für viele Engländer war es ein Schock, als im Sommer 2010 der große Bus- und Bahnbetrieb Arriva von den Deutschen geschluckt wurde. Fast 3 Milliarden Euro hat der Deal gekostet. Der Preis war hoch, die Profite sind mäßig. Im Jahr 2012 waren es etwa 170 Millionen Euro Gewinn. Wir steigen in einen Fernzug längst durchs Königreich. Und vielleicht ist es ein Trost für die Fahrgäste in Deutschland, dass es auch hier unzufriedene Passagiere gibt. Überfüllt und zu teuer. Zu teuer? Ja, ja. Zu teuer und oft zu spät. Die Wagen sind auch viel zu klein. Abends nach Feierabend sind die Züge viel voller, überfüllt. Kommen Sie mal am Abend oder an den Wochenenden, dann stehen die Leute hier im Waggon. Die Deutsche Bahn kennt, wie es aussieht, keine Grenzen mehr. Mit ihrer Tochtergesellschaft Arriva ist sie inzwischen aktiv in 15 Ländern, fast überall in Europa. Da fahren Busse, Bahnen, Schiffe, sogar Krankenwagen und Wassertaxen. Die Brüsseler Straßenbahn fährt noch nicht unter deutscher Regie. Doch das Auslandsengagement der Deutschen Bahn wird hier misstrauisch beobachtet. Die EU-Kommission moniert, dass dafür unrechtmäßig deutsche Steuergelder abgezweigt würden. Ein deutscher EU-Abgeordneter beschreibt uns die europäische Analyse, die man kaum glauben kann. Wir wissen, dass aus den Geldern, die in der Infrastruktur erwirtschaftet werden, dass dort Wettbewerber aufgekauft werden, um den Wettbewerb einzuschränken. Und das will die Kommission unterbinden. Und das ist auch richtig, da unterstützen wir die Kommission. Wie kann man das umgangssprachlich nennen? Zweckentfremdung von Steuergeldern. Weil wir als Kunden ja das Geld bezahlen, damit die Infrastruktur in Ordnung bleibt, damit sie unterhalten wird und Defizite aufgearbeitet werden. Die EU-Kommission verklagt jetzt Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof. Wenn Deutschland verliert, wäre das peinlich und womöglich teuer und kostete wieder unsere Steuergelder. Die Bahn selbst scheint sich keine Sorgen zu machen. Der Konzern sitzt in Berlin an feinster Adresse. Fast 300.000 Mitarbeiter hat die Deutsche Bahn, inzwischen ein Drittel davon im Ausland, verteilt rund um den Erdball. Hier im Bahntower liegt den Bossen die Welt zu Füßen. Das passt zur Vision, ein Global Player sein zu wollen. Zunächst mal, das Kerngeschäft der DB ist im Inland. Wir wollen in Deutschland investieren, aber man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Man kann auch im Ausland Unternehmen kaufen, wenn wir dadurch Transportketten herstellen, um auch das Inlandsgeschäft zu stärken. Laut Geschäftsbericht fließen mehrere hundert Millionen Euro an Einnahmen, an Gewinnen aus den Fahrwegen in die Konzernkasse. Und die Konzernspitze kann mit diesem Geld machen, was sie vernünftig hält. Also zunächst mal ist es ja nicht verwerflich, auch Gewinn zu machen. Mir ist aber ganz wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass die Finanzströme sind hier transparent. Das Geld, was dort in die Konzernkasse fließt, ist kein Geld, das der Bund vorher ausgegeben hat, um die Infrastruktur zu finanzieren. Wenn es so einfach wäre, dass das getrennt ist und dass das kontrolliert ist, dann würde die EU-Kommission Ihnen ja nicht jetzt genau deshalb Ärger machen. Ja, die EU-Kommission kritisiert seit langem das bestehende Modell der Deutschen Bahn. Ich kann nur sagen, das Modell, das integrierte Modell der Bahn in Deutschland ist erfolgreich. Wir wären töricht, es zu ändern. Die Transportketten enden nicht an den Grenzen. Wir wollen unseren Kunden natürlich umfassende Transportlösungen anbieten und den Kunden im Güterverkehr nicht wegschicken, wenn er sagt, er möchte eine Sendung ins Ausland aufgeben.
Die Bahn will Kunden nicht wegschicken, sagt der Konzernsprecher. Aber viele tausend Kunden hat sie offenbar sprichwörtlich vor die Tür gesetzt. Wir sind in Offenburg. Patrick Arment hatte hier einen riesigen Schrottplatz. Mit eigenem Bahnanschluss. Das war für ihn praktisch, lukrativ, umweltfreundlich. Hier waren überall Gleise und die wurden von der Deutschen Bahn alle entfernt. Auf einer Fläche von etwa 150.000 Quadratmetern. Arment wurde gekündigt. Die Bahn sagt, sie hätte in 5 Weichen investieren müssen. Das wäre nicht wirtschaftlich gewesen. Ein paar tausend Güterwaggons gingen bis dahin jährlich von hier aus auf die Strecke. Nach ganz Europa. Vorbei. Alles weg. Dabei verläuft die Bahnstrecke nur etwa 150 Meter entfernt. Und da ist die Bahn. Da ist die Bahn, ja. Hier war Ihr Gleis. Hier war unser Gleis. Und das ist das, was davon übrig geblieben ist. Sie haben richtig um dieses Gleis gekämpft, oder? Ja, für uns war dieses Gleis sehr wichtig. Wir wollten es erhalten, aber es war nicht möglich. Die Bahn hat uns das Gleis genommen. Wir mussten anschließend die ganze Ware, das heißt die ganze Rohstoffe, mit der Bahn per LKW verladen. Das hieß 2.500 LKWs Mehrbelastung für Offenburg und für die Straße. Tausenden Unternehmern in Deutschland ging es wohl ähnlich wie Patrick Arment. Sie hatten einen Gleisanschluss für den Güterverkehr. Die Deutsche Bahn hat diesen Anschluss gekappt. Nur zur Erinnerung, ein Ziel der Bahnreform war, mehr Güter auf die Schiene. Arments Betrieb geht weiter, aber nur weil er viel Geld in die Hand nehmen konnte. Seine Firma ist umgezogen, an den Rhein. Mit dem Verladen auf luftverpestende Lastwagen wollte er sich nicht abfinden. Er verlädt seinen Schrott jetzt auf Schiffe, bis auf einen winzigen Teil. Der Weggang von Offenburg nach über 100 Jahren war ein Fluch und auf der anderen Seite ein Segen zugleich. Wir haben einen neuen Standort hier in Kehl errichtet, im Hafen, und können hier per Schiff Tausende von Tonnen in die ganze Welt verschiffen. Das heißt, die Bahn, wir sind nicht nur auf die Bahn angewiesen. Oslo, Norwegen. Hier lernen wir, dass sogar die Deutsche Bahn nicht immer Bahn fährt. DB Schenker, ein Tochterunternehmen, ist zuständig für Gütertransporte auf allen Kontinenten. Ein Logistikriese, in dem die Eisenbahn allerdings nur eine Nebenrolle spielt. Meistens. Natürlich werden hier in Norwegen Lachse verladen. Zuchtlachse. Den Weg zum Umschlagplatz in Oslo sind die Fische tatsächlich mit der Bahn gereist. Die Deutschen haben für solche Transporte einen eigenen Zug auf norwegischen Schienen. Aber hier ist dann Schluss mit dem Transportmittel Eisenbahn. In Norwegen ist Schenker wohl ein Erfolg. Ja, so sehe ich das. Unser Zug in den Norden ist ein Erfolg. Weil er gut gefüllt ist, brauchen wir mehr Kapazitäten. Im Februar bekommen wir einen zweiten Zug. Wir haben gerade gesehen, dass ein LKW beladen wurde, um Lachse von Norwegen nach Italien zu bringen. Mit dem LKW auf der Autobahn und nicht mit der Eisenbahn. Stimmt. Warum? Wir müssen mit LKWs fahren. Weil die Lachse binnen 11 Tagen in Italien sein müssen. Wir müssen es in dieser Zeit schaffen. Die Bahnen in Europa sind nicht schnell genug. Es ist aber ganz, ganz wichtig für uns, wirklich rechtzeitig auf den Märkten zu sein. Wenn die Einkäufer kommen, müssen wir da sein. Kaum zu glauben, dass die Bahn es nicht schafft, die Lachse auf der Schiene in 11 Tagen von Norwegen nach Italien zu transportieren. Eigentlich eine Bankrotterklärung.
Rund 2000 Dependancen hat DB Schenker in 130 Ländern. Mit dabei Bergwerkstransporte in Papua-Neuguinea, Schifffahrtslinien zwischen China und den USA, Luftfracht zwischen allen Kontinenten. DB Schenker fährt Wein durch Australien und beliefert in Chile Supermärkte. Dabei gäbe es in Deutschland doch so viel zu tun. In Mannheim trifft sich die Eisenbahnergewerkschaft EVG. Gegen den Personalmangel hat die Bahn angeblich längst umgesteuert. Scheinbar jedoch nicht konsequent genug. Die Betriebsräte, die wir hier treffen, sind loyale Eisenbahner. Ihnen ist der Zustand ihrer Bahn peinlich. Das Rangierpersonal fehlt an allen Ecken und Enden. Es fehlen Lokrangierführer, es fehlen Wagenmeister. Wir haben das Problem seit einiger Zeit. Kann es denn sein, dass im wahrsten Sinne des Wortes Züge auf der Strecke bleiben, also dass Züge ausfallen? Das mag es im Einzelfall geben. Am Telefon haben Sie gesagt, ja. Also das ist jetzt schwierig. Der Gewerkschafter windet sich. Offenbar gerät der Fahrplan schon mal außer Takt, weil Personal fehlt. So kann man es nicht sagen, sondern der Zug geht auf die Strecke. Der Zug geht halt dann verspätet auf die Strecke. Verblüffend sanfte Töne, trotz der massiven Probleme. Das Bahnmanagement betont, es würden nur selten Züge durch Personalmangel ausfallen. Das Thema Mitarbeiter sei wichtig und es seien tausende Neueinstellungen geplant. Bilder, wie die Bahn sie liebt. Alles läuft rund, die Passagiere zufrieden, der Service freundlich. Darüber und über die raue Wirklichkeit hätten wir gern ein Wort gewechselt mit Bahnchef Rüdiger Grube. Der redet mit vielen Leuten. In der Bahnzeitschrift zum Beispiel gibt Grube einem Komiker ein Interview. Für uns findet er trotz mehrfacher Anfragen keine Zeit. Deshalb zitieren wir hier eine von Grubes jüngsten Äußerungen. Er fordert Milliarden zusätzlich von den Steuerzahlern. Sonst hätte es Konsequenzen. Nämlich mehr unpünktliche Züge. Oder wir müssen Strecken sperren. In Suhl in Thüringen tagen die Verkehrsminister. Sie haben Rüdiger Grube quasi vorgeladen. Wir hoffen hier auf unsere Chance, den Bahnchef doch noch zu sprechen. Guten Tag, Herr Grube. Mein Name ist Thies. Wir sind vom ZDF. Das tut mir viel leid. Vor der Sitzung gibt es keine Interview. Das ist für ZDF Zoom. Wir machen einen ausführlichen Bericht über die Deutsche Bahn, Herr Grube. Ein schwerer Gang für Grube. Die Minister verlangen Rechenschaft nach den Chaoswochen dieses Sommers. Wir hätten mit ihm gern über die Milliarden der Steuerzahler geredet und warum vieles so schlecht läuft bei der Bahn in Deutschland. Doch Grube hat, wie es scheint, bereits einen Hinterausgang gefunden. Wo könnte denn Herr Grube abgeblieben sein? Ist weg. Schlicht und einfach weg. Du bist ja freier Mann. Du hast gesagt, der reist jetzt ab. Also. Deutsche Verkehrsminister treffen sich noch immer lieber zwischen alten Autos und weniger gern in einem alten Stellwerk der Deutschen Bahn. Sie haben heute mit Herrn Grube gesprochen. Ging es da um konkrete Probleme oder um allgemeine Bahnpolitik? Na, der Anlass war ja die Pannenserie im Sommer, die Tatsache, dass in Mainz keine Züge mehr gefahren sind. Aber heute, Monate später, haben wir natürlich auch einige grundsätzliche Fragen der Bahnpolitik besprochen. Die Deutsche Bahn AG hat ein Unternehmensleitbild. Und in diesem Unternehmensleitbild ist davon die Rede, dass die Deutsche Bahn Weltmarktführer werden will. Ist das die Aufgabe der Deutschen Bahn?
Weltmarktführer sein? Aus meiner Sicht nicht. Die Deutsche Bahn hat zuallererst die Aufgabe, einen guten, einen verlässlichen, kundenfreundlichen Schienenverkehr in Deutschland bereitzustellen. Da muss ich einfach sagen, da hat dieses Management gnadenlos versagt. Die Bahn hat das Brot-und-Butter-Geschäft noch nicht wirklich erfolgreich bewältigt. So kritisch wie der grüne Minister Herrmann sehen es nicht alle verantwortlichen Politiker. Die Bundesregierung in Berlin ist jedenfalls ganz zufrieden mit dieser Bahn. Der zuständige Staatssekretär findet die Idee vom Global Player richtig prima. Die Bahn ist ein großes Logistikunternehmen und die decken alle Verkehrssparten ab. Man glaubt immer, die Bahn macht eben nur Schiene. Das ist ja nicht so. Die Bahn macht genauso im Lkw-Verkehr. Sie macht auch übrigens Fernbusse, alles möglich. Das ist aber ja nun nicht wirklich das Kerngeschäft der Deutschen Bahn AG. Wir sehen die DB ja als einen Mobilitätskonzern. Das heißt, er soll alle Verkehrsträger abdecken. Wenn er das denn wirtschaftlich machen kann, ist das eine unternehmerische Entscheidung des Vorstandes der Deutschen Bahn AG. Und genau das wollen wir auch. Wir wollen auch, dass er ein internationaler Logistikkonzern ist. Das ist gewollt. Und das soll auch so sein. Sie dürfen dabei nur das Schienennetz nicht vernachlässigen. Nein, dürfen Sie nicht. Tun Sie aber, wie es scheint. Genau darum ist jetzt ein Streit zwischen dem Verkehrsministerium und der Bahn entbrannt. Solange die Bahn quasi machen kann, was sie will, haben die deutschen Bahnreisenden nicht zwingend Vorfahrt bei der Bahn. In Trier, in Rheinland-Pfalz, wird dieser Tage Abschied genommen von der Deutschen Bahn. Trier wird sozusagen abgehängt vom Fernverkehr. Der vergammelte Bahnhof sieht heute schon danach aus. Eine weitere deutsche Großstadt, in der bald nur noch Bummelzüge halten. Dieser Tage fährt hier der letzte fahrplanmäßige Intercity-Schnellzug. Die Deutsche Bahn baut aber gerade an neuen Strecken. Auf der arabischen Halbinsel zum Beispiel. Ladies and gentlemen, thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye.